Von Inkontinenz können alle Altersgruppen betroffen sein. Also von Kindern bis ins hohe Alter können Männer und Frauen betroffen sein. Die häufigste und auch lästigste Form von Inkontinenz ist die sogenannte Reizblasensymptomatik, wenn der Harndrang sehr heftig, sehr rasch, ohne Vorwarnzeit auftritt und der Patient wirklich aufs WC muss rennen, damit es ihm noch reicht. Es gibt die lästige Inkontinenz, wo einem die Lebensqualität im Alltag im Sinne einer Befindlichkeitsstörung absetzen kann. Es gibt aber auch die Inkontinenz, wo ein Symptom von einer ernsthaften Krankheit wie von einem Blasenkrebs oder einer multiplen Sklerose kann sein. Man weiss gerade bei Krebsleiden, je früher man eine Diagnose stellen kann, umso geringer ist die Behandlung. Und der Blasenkrebs ist problemlos und sehr einfach zu behandeln, wenn man ihn früher genug entdeckt.